Und die nächste Geisel, die wird sich dann schon finden, ne? Hey Fetch, bist du das? Ich und die Jungs sind hinten auf dem Parkplatz. Komm und spring auf den Truck. Okay. Darf ich wieder auf dem Dach mitfahren? Du bist ein wahrer Gentleman. Letztes Mal hat es funktioniert. Und nach dem Einlauf, den du ihnen verpasst hast, werden sie angepisst sein. In die Ecke gedrängte Tiere sind gefährlich. Danke für die weisen Worte. Das ist natürlich gut, wenn jetzt ne, noch mehr Leute einfach aufbieten. Das finde ich ja klasse. Da sind die schon mal weg. Hinter uns, im Pickup. Ah, ja, alles klar. Mhm. So, Autoput. Autoput. Hey, du Eroberer. Tritt endlich aufs Gas. Okay, du bist hier ohne Airbag. So, kaputt. Einfach die ganzen Autos kaputt, ey, weißt du? Ist mir ja viel zu stressig. So. Noch ein paar Jobs wie dieser und die Stadt gehört uns. Klar, der hat die Explosion überlebt, natürlich. Was ist denn er für ein He-Man, ey? So. 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 Ist da alles quasi schon erledigt? Warte. Ah, okay. Mach ich das Auto halt nicht kaputt, auch gut. So, und ciao. Oh ne, der steht da ja nur rum. Der kommt da ja gar nicht angebrutzelt. So, tschüss. Momentan sieht der Trucker noch relativ gut aus, hat aber auch schon ein bisschen Schaden bekommen, ne, muss man auch sagen, aber... Okay, Jenny glaubt, es stecken Menschen in den Containern unten an den Docks. Wir müssen einfach nur Türchen öffnen, bis uns der Hauptgewinn anlacht. Dann sag deinen Leuten, sie sollen hinter mir bleiben, ich will freies Schussfeld. Aber sicher, du bist die Dame auf diesem Schachbrett, Süße. Ist uns allen klar. Okay, na dann. Let's do this. Wo ist mein Bruder? So. Zack. Wer möchte was? Wer möchte was? Wer möchte was? Du? Alles klar. Pow, mein Freund. Tschüss. Er muss in einem dieser Container sein. Die haben überall Geiseln drin. So, tschüss. Wie mache ich die Container denn auf? Ach, hier. Brent? Nicht hier. Kein Brent. Also uninteressant. So, ich würde gerne da ganz oben rauf. Davon. Nee, Moment. Erstmal den da, ne? Na gut. So, let me look. Achso, das sind die Typen von ihm. Ah, ich verstehe. Alles klar, Bro. Aua, wer macht denn so einen Scheiß hier? Was? Schnauze. Oh, weißt du was? Ganz ehrlich, ne? Hier. Jetzt ist mir alles viel zu stressig mit euch. Vielleicht ziehe ich ja ein paar Feinde an. Wahrscheinlich eher recht wenig, aber... Ja, wobei, doch, 2, 3. Schon okay. Ach, guck mal, da auf dem Schiffchen sind auch welche. Waren welche. Muss man ja schon dazu sagen. Okay, wir gehen hier nicht. Wir werden wahrscheinlich nirgendwo... Also da wird nirgendwo Brandy Boy drin sein. Möchte ich fast vermuten. So. Oi, was ist denn hier los?
So, weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Kackwurst. Natürlich nur seine eigenen Leute, ne? Ach du heilige nein, Scheiße. Nein, nicht jetzt. Nein, ich habe keine Zeit für sowas. Shane, hast du jemanden an der Magnetbahnstation Süd? Mein Bruder ist dort und braucht Hilfe. Ja, klar. Ich bin dran. Ich bin weiter. Das DUP ist bereits da, alles klar. Das ist natürlich cool. Mehr oder weniger, aber das bedeutet wohl, dass es auch bald zu Ende ist. So. Aber trotzdem, was ist denn mit dem Unbekannten hier die ganze Zeit? Irgendwas muss es hier noch geben. Ah. Nee. Ich muss denen erstmal nur entkommen, okay? Na gut, da bin ich ja gerade dabei, ne? Fühlte ich mich gut. Ich würde heimkehren. Die Zeit mit ihm würde meine Gedanken ordnen. Keine Panikattacken mehr, bei denen ich in meine Erinnerungen kriechen müsste, um mich zu beruhigen. Er war mein Fels. Ich brannte darauf, ihn zu sehen. Na, dann wollen wir das mal tun. Beeilen wir uns mal ein bisschen, ne? Lassen wir ihn nicht warten. So, hier müsste das ja sein, ne? Aber ich fürchte, du musst jetzt mitspielen. Zumindest bis ich in der Stadt Fuß gefasst habe. Dann bekommst du ihn zurück. Fetch! Großes nicht. Ehrenwort. Tu das nicht. Nur noch ein paar Jobs. Fetch! Nein, nein, nein! Es überkam mich wieder. Ich brauchte eine Erinnerung. Irgendeine, um mich darauf zu konzentrieren. Daran festzuhalten. Als Obdachloser wird man behandelt wie eine Kakerlake. Man wird ständig schief angesehen. Aber dann kam das erste Hai und... Mann, Kakerlake zu sein war doch nicht so übel. Und für dieses Gefühl hätten wir alles getan. Brent hat das Ganze kommen sehen. Er hat meinen Vorrat versteckt, damit ich mit ihm clean werde. Aber ich steckte tief drin. Es war viel zu gut. Ich hörte nicht auf. Ich konnte nicht. Ich wollte Kontrolle. Als Shane Brandt holte, drehte ich durch. Eine neue Fähigkeit. Klingt, als hätte dein Körper widerstanden. Er hat eine neue Kraft entwickelt, die dir geholfen hat. Ja, so war's. Willst du sie sehen? Greif mich an. Direkt. Mit ein paar Leuten. Okay. L1, um eine Nano-Explosion abzufeuern. Das war okay. Cool. Du hast mir etwas verheimlicht, Miss Walker. Vielleicht? Das Ganze nochmal, dann kriegst du die echte Show. Schließen Sie die Zielübung herausfordernd ab, indem Sie gehen ins Zelt versetzen und Ihre Schwach. Schon cool. Ja gut, ist halt ein bisschen schwierig, wenn der Arm da so auf der anderen Seite ist. So ist das kein Problem. Beeindruckend. Ja, warum rückst du damit erst jetzt raus? Vielleicht, weil die Gegner nicht besonders beeindruckend waren. Kriege ich ein paar DUP-Agenten? Dann kriegst du dein Feuerwerk. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen. Okay. Folge den gelben Linien. Bleib in der Mitte des Gangs. Okay.
Es gibt keinen Ausweg. Alle Ausgänge sind dicht. Hier drin kannst du gegen Hologramme meiner Leute antreten. Aber nur unter der Bedingung, dass du nicht länger irgendwelche deiner Kräfte vor mir verheimlichst. Abgemacht. Ich bin jahrelang vor den Typen geflohen. Kämpfen macht mehr Spaß. Okay. Moment. Sind wir jetzt in dieser Beta-Arena? Nee, ne? Nö. Ich weiß das auch nicht. Ach, Kamera, 7 Kameras. Wir finden die Kameras. Wo sind die Kameras? Keine Ahnung. Ach, das ist... Nee, Moment. Ja, Moment. Die UP am Arsch. Ich muss erstmal Kräfte gucken. So, Stars-Explosion. Also, sie hat eins gedrückt, um ihre Energie zu verdichten und eine Stars-Explosion von dreifacher Reichweite abzufeuern. Das ist cool. Und dann habe ich leider keine Punkte mehr. Schade. Komm her! Warum bist du so wütend auf Conduits, Miss Walker? Wir sind alle aus demselben Holz geschnitzt. Ah, shit. Du hältst die ganze Welt für deinen Feind. Aber manchmal bist du von Verhandelten umgeben. So, muss ich mich mal ein bisschen heilen hier. Scheiße, was hat sie gesagt? Luft? Woher kommt die Gedanke? What? Warum macht ihr das so viel Spaß? Was soll ich eigentlich tun? Na gut, so besiege ich die auch, richtig, ja. Guck mal, der hat sogar 2 von diesen. Das ist ja immer schlimmer hier mit denen. Bei dieser Übung möchte ich, dass du deine eigene Realität erschaffst. Das ist das Geschütz, das ist klar. Machen wir kaputt. Das ist cool, sie kann die einfach für sich kämpfen lassen. Das finde ich nice. Muss ja gar nichts mehr selber machen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ja, nee, nee. Bist mein Freund. So, die sind dann im Arsch. Das ist ja cool. So, das nächste Geschütz ist irgendwo hier, da. Zack. Do it. So. Eine Waffe ist nur ein Werkzeug, das du nach deinen Zielen formen kannst. Komm schon, ich bin nicht deine Waffe. Du sprichst von meinem Zorn und versuchst in mich hineinzusehen. Lass mich einfach kämpfen. Die meisten VUP-Agenten waren mal wie du. Irrte Conduits, denen ich half, ihre Fähigkeiten auszurichten. Aber um den Job zu kriegen, mussten sie überleben. Zehn Gegner werden überleben, ja, ist cool. Bin ein bisschen am Überlegen, da ich ja. Das war schon die erste Welle, krass. Was ist das denn? Machen wir mal direkt kaputt den Scheiß. Die Singularität ich einzusetzen nochmal. Okay. Hä? Okay. Dann mach ich jetzt doch Singularität. Scheiß drauf. Zu viele nervtötende Feinde hier am Start. Ich glaube, der eine dürfte zu weit weg sein. Aber es macht ja nichts. Oh, 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 nein, 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 du willst nicht. Das willst du nicht wirklich tun, mein Freund. So. So.
Oh, warte mal. Der hat mir ein Geschenk gemacht, na dann. Sehr gut, kleines Geschütz. Dann, auch rein, Geschützi. So. Irgendwo hier haben wir einen. Wo ist denn der? Ach, da läuft er. Da war er. Du bist eine Waffe. Als wir dich abgeholt haben, habe ich die Medien rausgehalten und alle Aufzeichnungen über dich gelöscht. Wieso? Ich habe etwas in dir gesehen. Etwas Nützliches. Ich bin nur wegen meiner Kräfte hier. Damit ich mich wieder normal fühlen kann. Nein, du bist hier wegen dem, was du getan hast. Du willst den Zorn rauslassen? Dann kanalisiere ihn. Kämpfe! Ich bin halt voll dabei am Kämpfen, ey. Was willst du eigentlich? So. Der ist ja immer noch nicht weg. Das geht weg, Mann. Ist doch nervig, wenn die zwei von diesen Schwachstellen haben. Ist uncool. So, tschüss. Oh, oh, Geschütz. Mein Geschütz. Komm her, Geschütz. Aber das ist jetzt für mich geschützt. Yay. So, ach, das finde ich gut. Das finde ich supi. Oh, hi. Ach, guck mal. Die können ja auch so tolle Dinge. Aber du warst leider zu langsam, mein Freund. Zu langsam. Ja, jetzt muss ich erstmal... Wo kriege ich hier Neon her? Da. So, Neon einmal abzwacken. Das brauche ich nämlich. Wo sind die denn jetzt hin hier? Ja, mach Angriffswerte 18, mir egal. Jetzt. Oh, das nervt so mit dem Klettern, ne? Ach, am Arsch. Okay, jetzt wird es wohl ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Das ist aber uncool. Ich möchte das nicht ein bisschen schwieriger haben. Ich meine, letztlich kriege ich es trotzdem hin, ist ja kein Thema, aber... Ja. Oh shit, Geschütz. Okay, das Geschütz wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Das Geschütz wird ein bisschen schwierig. Ah, ich brauche nur die Singularität wieder, dann läuft der Schissel. Ja, hat nicht funktioniert natürlich. Okay, Singularität. Ist aber die vorletzte, ne? Nee, dann will ich die noch nicht benutzen. Ist ja nur die vorletzte. Ist ja Quatsch, das jetzt zu benutzen, ehrlich gesagt. So, weil wenn noch... Oder ist das die 10. Nee. Keine Ahnung. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Alter, jetzt... Wie kaputt, Mann. Wo ist denn der? Der ist unter mir. Die nächste Gruppe ist... unangenehm. Ist sie das? Na dann. Ach, jetzt ist erst Angriffswelle 9. Na, das wird ja immer besser hier. Zack, zack. Kleiner Arsch, ne? Denkst auch, kommst hier so weg oder wie? Nee, 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 so ist das nicht. Ich will das für die letzte Angriffswelle eigentlich aufbewahren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Wo ist denn der? Der steht da oben jetzt. So, kann man ja auch mal machen, so einen im Fliegen und Springen und so, ne? So, tschüss. Okay, Angriffswelle 10, dann hau mal rein. Dann mache ich nämlich jetzt Singularität. Und zieh mal so den einen oder anderen vielleicht an, wenn ich Glück habe. Und dann war's das. Hat das Geschütz mich auch noch kaputt machen? Ja, okay. So. Gut. Habe ich wohl geschafft.
Ah, das sind die Beta-Mission-Gedönsdinger. Alles klar. Überleben. Okay. Hier gibt es dann auch wieder neue Sachen, die du. Okay. Beta-Arena hat ihre eigenen Geschichten. Ja, ist nicht möglich. Ist ja doof jetzt, ne? Sehr gut, Miss Walker. Beeindrucke mich weiter so, dann lasse ich dich arbeiten. Setz dich hin. Du hast erzählt, wie Shane dich betrogen hat. Die Akkulas waren aus dem Weg und Shane nahm den Polizeichef ins Visier. Er hoffte, ihn zu einem Deal zwingen zu können. Wenn ich ihm helfen und brav alles tun würde, was er sagt, versprach er, Brent freizulassen. Ich wusste, das war gelogen. Und da stündlich mehr DUPs auftauchten, brauchte ich einen Plan B. Ja, den brauchen wir alle. Es gibt hier also noch Kameras, aber die werden mir nicht angezeigt. Das ist schon blöd. Weil wenn das DUP schon da ist, dann müssten ja die Kameras langsam auch schon kommen, ne? Naja. Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht, ne? Ich mache eine minimale Pause. Wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Ich habe ein Problem? Die DUPs haben jede Menge meiner Männer einkassiert. Wenn das so weitergeht, gehe ich mitarbeitertechnisch bald auf dem Zahnfleisch. Dann habe ich vielleicht niemanden mehr, der auf deinen Bruder aufpasst. Sorge für seine Sicherheit. Also ich würde deinen Jungs ja gern beibringen, sich nicht von DUP schnappen zu lassen. Jetzt werd hier nicht frech. Diese Typen sind nur wegen dir und deinem verdammten Laserscheiß hinter mir her. Alter, ruhig, ich regle das. Ich jage die Bude hoch, das lockt bestimmt ein paar DUPs von der Straße und verschafft mir mehr Raum. Gut, aber vergiss meine Jungs nicht. Keine Sorge, Boss.